Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Übersicht. Wir gucken uns mal das Steam Deck an, was es wirklich auf sich hat und weswegen ich persönlich sehr vorsichtig sein würde, beziehungsweise mir ganz gut überlegen würde, ob ihr euch das auch wirklich holen wollt. Ich weiß, Gamester hat dazu schon mal ein Video gemacht, ne? Das Ding ist aber seit Donnerstag. Habe auch überlegt, ob ich Donnerstag ein Video mache. Habe es aber dann doch gelassen. Die von Games haben ja so gesagt, so Freitag rausgekommen. Nee, Donnerstag. Die sind ja immer ein bisschen später. Ne? So. Das Steam Deck ist eigentlich nicht mehr als ja, ein Handheld. Ein überteuertes Handheld, beziehungsweise bei den heutigen Spielen, was man so sagen kann. Kann man nicht wirklich benutzen, beziehungsweise preis-leistungsmäßig ist das nicht wirklich gut. Wir gucken uns das Ding mal an. Also im Grundprinzip, ihr habt ein Display, ihr habt eigentlich auf gut Deutsch eine Switch. Bloß halt mit Steam, ne, von Valve. Und jetzt gucken wir uns mal an, was ihr dafür kriegt, beziehungsweise gucken wir uns mal an, wieso ich das halt ein bisschen überteuert finde. Ihr könnt entweder die normale Version, da habt ihr 64 GB in ein ja, MMC, das ist eine kleine SD-Karte, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Auf das Ding ist das Betriebssystem SteamOS drauf. SteamOS könnt ihr euch auch einfach so runterladen. Ne? Das braucht SteamOS. Dann wisst ihr schon mal, was dieser Schrott da drin hat. Ne? Wenn ihr da seht, was SteamOS braucht. Das gucken wir uns mal an. Wenn SteamOS installieren möchte, dann sehen wir hier Beta. SteamOS ist eine Beta. Das heißt also, das, was da drauf ist, ist eine Beta. Das ist keine voll ausgereifte Version. Ihr könnt euch auch, wenn ihr einfach SteamOS runterladet und ihr habt einen PC, den ihr nicht so unbedingt braucht, oder einen Gaming-PC und ihr sagt, gut, ich will nur Steam haben, kein Windows oder sonst was, könnt ihr euch das Ding auch so runterladen, SteamOS und einfach einen Steam-Rechner machen. Das geht alles. So. Gucken wir uns mal an. Hier habt ihr eine normale SD-Karte, Tragetasche. Hier bekommt ihr schnelleren Speicher und den ganzen anderen Müll. Und hier, ihr werdet nämlich eigentlich schon gezwungen, die teuerste Version zu holen. Entspiegeltes Glas und geätzte, also entspiegelte und geätzte Glas. Das heißt also, das hier ist Müll. Wir werden auf gut Deutsch gezwungen, das teuerste hier zu nehmen. Scheiße, ne? So, was kommt denn hier noch? Wenn ihr jetzt sagt, ja, das Ding hat aber so ein SSD-Chip, das Ding auch. Ja, schön und gut, das ist aber SSD-Chip der ersten Generation, weil zum Beispiel. Mein Mainboard als Beispiel. Das ist mein Mainboard, das ist gute 2 Jahre alt. Ja. Selbst das Ding hat schon ein NVMe M.2 Chip drin. Das Ding hat der ersten Generation. Heißt, so viel schneller ist das Ding. Oh ne. Nächste kommt, wenn ihr jetzt sagt, ja, es ist aber schneller als eine SD-Karte und sonst was, ja. Ihr könnt da auch SD-Karten reinkloppen. Wenn ihr es das auf SD-Karten aufmacht, Spiele und so, ist es genauso langsam wie alles andere. Ne? Aber das Ding mit, dass es schneller ist, könnt ihr schon mal vergessen. Das nächste Ding ist, jeder, der Steam hat, weiß, wie Steam funktioniert mit Downloads und Spiele. Punkt 1 ist, das Ding hat, wenn ihr das so habt, ohne die Docking Station, hat das Ding WLAN. Bei einigen Spielen funktioniert ja der Download an sich schnell, bei anderen funktioniert es hinten und vorne. Ne? Wir kennen einige Spiele, die haben 10 GB, da könnt ihr stundenlang warten und andere Spiele, die haben 5 GB oder sonst wie viel, auch da niedriger, da könnt ihr noch länger warten oder welche, die haben 20 GB und dann wartet ihr 20 Minuten. Also 20, 30 Minuten. Es kommt immer darauf an, wie die Server da gerade arbeiten, da wo das Ding drauf ist, wo man sie runterlädt. In Wale. Punkt 2 ist, das Ding kann so schnell sein, wie es will. Wenn das Spiel einfach beschissen programmiert ist, dann könnt ihr eine Festplatte haben, was ihr wollt. Dann funktioniert es einfach nicht. Dann hängt ihr trotzdem im Ladebildschirm. Ne?
Kennwale. Ich weiß es nämlich, weil ich habe den NVMe M.2 Chip als meine C-Festplatte. Rein als C. Hab den mal Steam mal auf meine C-Festplatte gemacht. Spiele funktionierten trotzdem genauso beschissen. Ne? So. Das Ding hat einen AMD-Chip. Ihr sollt angeblich AAA-Spiele damit spielen können. Ja, denkt daran, es ist ein Handheld. Das Ding hat zwar 60 Hertz, wir gucken uns auch noch gleich komplette Ding an, ne? Aber es ist ein Handheld. Ihr müsst Abstriche machen. Das ist kein PC. Das Ding ist und wird immer schwächer bleiben als ein PC. Ja, also könnt ihr eigentlich vergessen. Mit diesen Dinger hier. Wir kennen es von denen, an die, die am wenigsten damit Probleme hatten. Wir kennen es von einem PS4-Controller. Wir kennen es mit diesen bekloppten Controller. Ne? Die sind ja ganz stark da drin. Ne? Drifting-Probleme. Wenn die Dinger auch haben, alle, wirklich alle, ihr könnt nehmen, was ihr wollt, wirklich alle Controller kriegen mit der Zeit Drifting-Probleme. Und es liegt ganz einfach, weil das hier unten, was da drunter ist, unter der Kapsel, ne? Das nuckelt nach einer Weile aus. Das ist überall so. Deswegen haben auch sehr viele, die Westhänder sind, auf die rechte Seite, dass es jetzt schnell ausnuckelt, weil man damit läuft man ja, und Linkshänder auf der linken Seite. Das ist ganz normal. So, aber wenn sie das Ding ausnuckelt, boah, das Ding ist fest, könnt ihr schon mal vergessen. Das nächste Ding ist, hat einen internen Akku. Ihr könnt keinen Akku umtauschen. Dann, hier hat es einen kleinen Lüfter, beziehungsweise hier oben, da unten, ja, ob jetzt wirklich was läuft, ich bezweifle es. Ich wäre vorsichtig, ich wäre sehr, sehr vorsichtig. So, gucken wir uns mal auf die Internetseite von denen an. Ganze Ding. So, Übersicht. Erste Ding wieder. Also Akku ist da, ne? Da sagen sie auch wieder, ja, oh, Komfort, bla bla bla. Also im Grundprinzip werdet ihr so sitzen, irgendwo im Garten und mitnehmen wollt das Ding nicht. Ich weiß nicht, wieso. Wenn wir das jetzt... Bin. Hier haben wir erstmal die technischen Details, das ist auch noch so ein Ding. Hier habt ihr Touchscreen und hier habt ihr den Analogstick. So, das heißt also, wenn ich mir jetzt sage, jemand hat kleinere Hände oder größere Hände, je nachdem, wie ihr wollt, ne? Und er kommt nicht bis oben hin, dann kommt er automatisch auf den Touchpad drauf. Das heißt, er steuert, kommt auf den Touchpad und dann steuert er hier auch. Das ist total Banane gemacht. Kopfhörerbuchse, ja, USB-C ist heutzutage Standard, ist klar. Ne? Ihr habt da Chroma Key-Tasten, was ihr einstellen könnt. Hier haben wir nochmal, was das Ding halt hier hat. GPU 1,6. Nicht so der Hammer. Wie viel RAM hat das Ding denn? Hier steht auch, dass ihr eine SD-Karte drin packen könnt. Bis zu wie viel da geht, steht da nicht. Würde man sagen, vielleicht nochmal bis zu 512, das heißt, ihr hättet 1 Terabyte drauf. Nützt auch nicht viel, weil wenn ich jetzt mal sehe, ARC hat 345, wird ein bisschen knapp, ne? Beziehungsweise wird das Ding mit ARC bestimmt nicht gerade hinkommen. So. Verbesserte Latenz, ja, ja, bla bla bla. So, 60 Hertz hat das Ding. Bluetooth 5.0 ist Standard. WLAN. Ja, ist auch alles heutzutage Standard. Ne? Hier, Akku. Das ist lustig. Akku. 40 Wattstunden Akku. Das heißt 2 bis 8 Stunden Gameplay. Jetzt müsst ihr dazu wissen: 2 bis 8 Stunden Gameplay heißt in dem Fall, wenn ihr euer Gerät. Kennt man von Switch und andere Dinger. Ne? Ihr spielt ein Spiel, was extrem beschissene Grafik hat, also keine Leistung braucht. Ne? Und ihr stellt euer Display komplett dunkel ein, macht WLAN aus, alles überflüssig aus. Dann könntet ihr vielleicht auf 8 Stunden kommen. Vielleicht. Ich gehe eher von 7 Stunden aus oder 6,
5 beziehungsweise 6,5 Stunden. Bei großen Titel wird es auf 2 Stunden sein und das war's. Oder noch niedriger. Mehr werdet ihr nicht bei rumkommen. So, jetzt kommen wir zu den anderen. Ihr kriegt auch eine Docking Station dazu. Das ist ungefähr so ähnlich, wie wir von der Switch kennen. Ne? Und das Lustige ist, wenn ihr das Ding da hinstellt, wir hatten hier irgendwo mal so ein Bild. Gab es hier so ein Bild, wo dieses darüber schiebt? Software, Hardware. Das ist ganz witzig. Da konnte man. Ja, hier. Pass auf. Habt ihr sowas? Das ist Docking Station. Ja? Das heißt also, wenn wir uns jetzt mal überlegen, benutzt das Ding mal. Tab Klon. So. Wir haben diese Docking Station. Das ist per Kabel. Ja? Zum Stream Deck. Das habt ihr irgendwo zu stehen. Das heißt, da habt ihr das Ding auch noch zu stehen und dann müsst ihr permanent ein Kabel dran haben, um zum Beispiel LAN-Anschluss zu haben. Oder beziehungsweise, dass ihr das Ding an Fernseher macht. Ich weiß nicht, wofür man sowas machen sollte. Ja, also ich meine, das Ding hat WLAN. WLAN wird beschissen sein. Wir kennen WLAN, ist überall bekloppt. Ne? Das ist so, Internet, das geht dann per USB-C weiter, dass das Gerät dann auch Internet hat. Ihr sitzt also dann permanent mit so einem Ding, Kabel dran und dann, oh, ich spiele. Mir fällt persönlich kein einziger Grund ein, wieso man sowas kaufen sollte, weil wenn man schon zu Hause ist, macht man PC an, man hat bessere Grafik, es ist halt bei weitem, ja, PC ist nur ein Plus-Ultra, ne? Das Ding wäre ganz ehrlich, oft für 600 Euro im PC habt ihr das gleiche. Ne? Also das Ding ist rein für Steam, nichts anderes. Meine Jenes ist dir selbst überlassen, ob er sie jetzt holt, aber persönlich, es werden sehr viele Enthusiasten sie jetzt holen. Das weiß ich hundertprozentig. Aber rein Kosten-Nutzen-Faktor ist meiner Meinung nach nicht wirklich vorhanden. Weil wenn man schon Steam hat, dann spielt man so auf PC. Und jetzt extra sich von Steam, wenn man schon Rechner hat, sich das rüberzupacken, sieht keinen Sinn darin. Und wenn man jetzt sagt, ja, da hat man es für unterwegs, ihr wollt so eine Konsole, ey, das Ding ist genauso groß wie das Ding hier, ja? Eigentlich auch noch größer. Ist das Ding, ja? Das wollt ihr mitnehmen? Das wird euch geklaut. Verspreche ich euch. Keiner bei einem normalen Verstand würde sich so etwas mitnehmen. Absolut keiner. Also Grundprinzip Preis-Leistung nicht gerade gut. Sorry. Wie gesagt, was ihr selber macht, ist eure Sache. Ihr könnt euch ja auch einfach ein Steam, also Steam-PC selber machen, einfach sowas. Könnt auf so ein Raspberry Pi, ne? Das Ding hat Raspberry Pi 4, DI 4, mit 8 GB RAM, könnt ihr euch auch ganz einfach so ein Steam-PC machen. Das war's. Ihr braucht nicht viel dafür. Ne? Weil das Ding hat noch nicht mal Grafikkarte drin. Das basiert alles auf dem AMD-Chip. Mehr ist das nicht. Also ich würde das mit Vorsicht genießen. Wie gesagt, ist halt euch überlassen, was ihr macht. Ich würde es trotzdem echt mit Vorsicht genießen. Gut, na dann, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.